So, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem mega spontanen Video. Ich habe weder ein Licht aufgestellt noch sonstiges, ihr seht, der Hintergrund ist absolut überbelichtet. Ich habe mir die Gardine zugezogen, damit man überhaupt irgendetwas sehen kann. Aber ich muss mich beeilen und wollte das Video jetzt schon abgedreht haben, denn ich wollte euch ja zeigen, was ich eingekauft habe. Und diese Tüte steht, sage und schreibe, schon eine Woche oder länger bei uns. Und Peter sagt, wann darf ich denn endlich mal die Zahnpasta benutzen? Oder wann, kann ich mal an die Sachen. Und jetzt werde ich euch das zeigen. Anschließend kann ich das verräumen und dann kann man es auch benutzen. So, ich habe auch eine Brille auf. Ich bin gerade vom Schreibtisch aufgesprungen, weil Armin jetzt schläft und dachte mir, ich zeige euch jetzt schnell meinen DM-Haul. Also, das einfach nicht beachten. Egal. Starten wir erstmal mit der Tüte. Wie immer musste ich meine Tüte mitnehmen. Ich liebe die Tüten von DM. Ich habe da so eine richtige Sucht, die zu kaufen. Das sind so Stofftücher, Stofftaschen. Die wasche ich auch immer zwischendurch mal und habe da so viele von. In ganz vielen verschiedenen Farben. Ja, und eine ist immer schöner als die andere. So, einen Kasten habe ich auch noch aufbewahrt. Ich habe 45,20 Euro ausgegeben. Also es geht noch alles. Und was ich mitgenommen habe, unser Dinkel gepufft, das kennt ihr, das nehme ich immer, immer, immer mit. Das essen die Kinder im Kindergarten oder wir hier zu Hause. Was ich außerdem noch mitgenommen habe aus der Müsli-Abteilung, ich werde euch die Preise übrigens hier irgendwo unten einblenden, sonst suche ich mir jetzt hier einen Wolfen, das dauert dann alles viel zu lange, ist dieses Müsli hier. Irgendwie hat mein Fokus gerade irgendwelche Probleme. Egal, wir schaffen das. Ja, kann ich euch noch nicht viel zu sagen, habe ich selbst noch nicht probiert. Ist alles so ein bisschen kleiner und kann man sich bestimmt cool in so einen Joghurt mischen oder so. Ja, ich werde davon bestimmt mal auf Instagram berichten. So, dann, wonach mich viele, viele, viele fragen und was ich auch erzählt hatte in meinem Update, wie ich meinen Ansatz rauswachsen lassen habe, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch das in der Infobox. Dann könnt ihr da direkt nachher draufklicken, ist dieses Color Refresh. Das ist so ein Schaum. Den gebe ich mir so für 3 Minuten beim Duschen in die Haare und wasche das Ganze aus. Und das macht diesen Grünstich, den ich hier unten in meinen Haaren immer habe, raus. Und ja, damit muss ich dann nicht mehr färben. Davon habe ich mir direkt 2 Stück mitgenommen. Günstig sind sie jetzt nicht unbedingt. Size ist eigentlich auch nicht so toll, aber damit komme ich echt gut klar. Bis zu 6 Anwendungen und halt diese 3 Minuten, in der Zeit habe ich meine Beine rasiert und fertig. Also einfacher kann es gar nicht gehen. Das stinkt nicht. Ja, und hier seht ihr auch nochmal diese Farbergebnisse, die dieses Produkt erzielt. Hallo. Ja, ich habe meine Kamera falsch eingestellt, deswegen dauert das so ein bisschen mit dem Fokus. Normalerweise geht das schneller. Ja, da seht ihr diese Farbe. Es ist halt so ein rötliches, ne? So ein rötlicher Ton. Hier oben steht, was ist denn das? Für warme Braunnuancen. Gibt es, glaube ich, auch in Kupfer. Aber Kupfer war mir einfach zu krass rötlich. Dann musste ein Spülmaschinenreiniger mit, habe ich noch nie benutzt, aber wir haben eine neue Spülmaschine und da will ich jetzt nicht so viel verkehrt machen, dass sie kaputt geht. Da stand, ich soll jetzt meine Spülmaschine reinigen und da habe ich von Finish den Spülmaschinenreiniger hier mitgenommen. Der ist jetzt schon leer, das sind so 2 Komponenten, das muss man in den Spülautomaten stellen und dann anmachen und dann geht das von alleine hier oben offen, also das muss man abmachen und dann läuft es da raus. Ja, und damit ist meine Spülmaschine scheinbar jetzt wieder gereinigt. Dann unsere Zahnpasta. Immer dieselbe Zahnpasta. Ja, die wollte Peter schon seit Tagen benutzen, musste immer so eine benutzen, die er überhaupt nicht gerne mag. Das ist unsere absolute liebste Zahnpasta. Die benutzen wir schon seit Ewigkeit. Ich glaube, das ist falsch, ne? Die benutzen wir, ne, jetzt ist falsch rum. Die benutzen wir wirklich schon seit 120.000 Millionen Jahren und die schmeckt uns einfach am besten. Wir sind super empfindlich, was den Geschmack einer Zahnpasta angeht. Also, ja. Peter hat da noch so schreckliche Erfahrungen aus seiner Zahnspangenzeit. Deswegen könnte er auch Kinderzahnpasta überhaupt gar nicht benutzen. Da würde er sich ja sofort übergeben. Dann habe ich mir auch noch aus der Lebensmittelabteilung ein Dinkel-Vollkornmehl mitgenommen, weil ich jetzt zwischendurch gerne mal ein Brot selber backen möchte. Und ja, da habe ich mir gedacht, nehme ich das Dinkel-Vollkornmehl. Ich habe auch manchmal ganz normales Dinkelmehl, aber für ein Brot finde ich das so irgendwie besser. Ja, das habe ich mir mitgenommen. Dann noch aus der Lebensmittelabteilung meine Apfelmark mit Banane. Habe ich schon ganz oft von geschwärmt. Kaufe ich sonst auch gelegentlich bei Lidl. Da gibt es das auch. Sehr, sehr lecker, Leute. Das gibt es auch in verschiedenen Richtungen. Also nur Apfel oder Mango mit dabei. Aber ich finde, Apfel mit Banane mögen ich. Also ich mag es und die Kinder mögen das in dieser Kombination am liebsten. Da ist kein Zucker drin, also außer Fruchtzucker. Das ist 100% Frucht. Ja. Und das kann man guten Gewissens auch den Kindern geben.
als kleinen Snack. Essen die bei uns übrigens sehr gerne als Nachtisch. Verzeiht mir übrigens, wenn ich so schnell rede wieder. Wenn ich eilig bin, passiert mir das. Ich versuche immer darauf zu achten, weil ihr mir sagt, rede doch bitte nicht so schnell. Und jetzt, wenn ich in Eile bin, rede ich schon wieder so schnell. Verzeiht mir. Dann musste die Streichcreme Paprika Chili mit. Kennt ihr eigentlich auch so gut wie aus jedem DM-Haul bei mir. Das gibt es auch in Tomate. Die anderen habe ich nicht probiert, aber den finde ich echt super, super lecker. Hat eine leichte Schärfe, aber Armin isst es auch. Also Armin mag das auch, die anderen beiden nicht. Armin ist ja eh so ein bisschen in die vegetarische Richtung. Der isst ja auch den Linsenaufstrich. Den findet er auch richtig cool. Den kriegt man bei Kaufland. Ja, eigentlich so überhaupt nichts, was die Großen essen. Also er isst nicht viel Fleisch, also fast gar nicht. So, dann zum Brotbacken habe ich mir dann noch von DM Bio Roggensauerteig Extrakt mitgenommen. Ja, normalerweise mache ich es einfach mit Hefe. Letztes Mal hatte ich keine da, deswegen habe ich es einfach mal mitgenommen, um es auszuprobieren. Und eine Hefe, eine Backhefe, also Trockenhefe, habe ich mir auch noch direkt ein Paket mitgenommen. Ja, und damit werde ich dann jetzt hier mein Brot backen. Demnächst dann, wie immer, was durfte natürlich nicht fehlen, meine Gliss-Kur habe ich jetzt wieder mitgenommen in diesem Rosa. Das Zeug, was man nicht ausspülen muss, sprödes und glanzloses Haar. Also da habe ich alle durch, die sind alle gut. Aber das mag ich halt vom Geruch her am allerliebsten. Ja, das riecht unfassbar lecker. Mache ich auch in Mias Haare. Und damit könnt ihr euch einfach leichter kämmen. Dann habe ich mir zum allerersten Mal die Kaufmannshaut und Kindercreme mitgenommen. Habe ich bei meiner Freundin gesehen. Ich hatte ja meine Lippen so kaputt. Gerade auch jetzt mit dem Herpes. Und das hat mir so gut getan, dass ich die mitgenommen habe. Und habe jetzt auch schon zweimal die Kinder damit eingecremt. Ich habe es auch schon benutzt. Ja. Und die haben manchmal so wunde Stellen, weil die so machen so draußen, keine Ahnung. Und das ist super schnell damit weggegangen. Und das riecht auch super angenehm. Es ist nicht so ein krasser Geschmack oder Geruch wie jetzt eine Bepanthen oder so. Also für Kinder auf jeden Fall richtig cool. Dann habe ich mir meine Spülung mitgenommen. Dann nehme ich momentan eigentlich am liebsten die von Nivea hier. Das ist so eine Repair-Spülung. Keine Ahnung, komme ich gut mit klar, kommt Mia gut mit klar, deswegen habe ich die jetzt einfach nochmal genommen. Und mein Shampoo momentan, Head & Shoulders, ich weiß, ist jetzt nicht unbedingt die beste Marke, aber ich habe so krass Schuppen, dass wenn ich meine Aloe Vera Sache da nicht anwende, komme ich einfach mit dem Shampoo super gut klar. Ja, ich weiß, dass Head & Shoulders so ein bisschen umstritten ist, aber das ist wirklich das einzige Shampoo, was bei mir keine Schuppen macht. Falls ihr Probleme mit Schuppen habt, die ihr übrigens auch sehr gut mit Aloe Vera Gel entfernen könnt, muss man aber halt dauerhaft anwenden und wenn man dann mal fauler ist, so wie ich, dann nicht und dann kommen die wieder und es ist dann blöd. Da gibt es übrigens auch ein Video zu. Verlinke ich euch auch sehr gerne unten, könnt ihr vorbeischauen. Da geht es darum, wie eure Haare schneller wachsen durch Aloe Vera Gel. Und auch die Kopfhaut super gut wird dadurch. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welche Shampoos ihr benutzt, wenn ihr Probleme mit Schuppen habt. Weil Head & Shoulders ist ja schon eigentlich ein sehr aggressives Shampoo. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen auf der Suche nach was anderem. Also schreibt mir mal gerne. Dann kommen wir mal gleich an. Noch nicht. Dann habe ich noch eine Kur mitgenommen. Das sind so Kurs, die ihr auch kennt aus einer Farbpackung, wenn ihr euch eure Haare gefärbt habt. Ja, die wollte ich mal mitnehmen. Für zwischendurch mal. Normalerweise habe ich immer so Kurpötte, aber ja, ich weiß, dass die immer richtig gut sind, wenn man sich die Haare mal gefärbt hat. Ich habe ja früher ganz oft mit Drogeriesachen gefärbt und deswegen habe ich es mal mitgenommen. Dann kommen wir ein bisschen zur dekorativen Kosmetik. Da habe ich mir einmal den Dip Eyeliner Waterproof in der Farbe Braun mitgenommen. Und zwar, um so ein bisschen so Katzenaugen zu schminken. Oder mir einfach den unteren Wimpernkranz hier unten so ein bisschen, also ich habe das jetzt nicht gemacht, den unteren Wimpernkranz so ein bisschen mehr zu betonen. Mache ich das gerne hier mit, das ist auch waterproof. Dafür dann einen weißen Eyeliner. Habe ich ganz, 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 ganz viele Jahre nicht mehr gemacht. Und zwar macht das Auge ja einfach größer. Das ist übrigens so ein, den man so rausdrehen kann. Habe ich ganz, ganz viele Jahre nicht mehr benutzt. Aber wenn man den drauf macht, auf die Wasserlinie unten, wirkt das Auge optisch größer, wenn man da einen weißen benutzt. So, und dann habe ich mir noch zwei Lip Liner mitgenommen, auch von Trend It Up, genau. Die beiden, das sind zwei Rottöne. Als ich zu Hause war, habe ich gemerkt, dass ich einen davon schon hatte. Ziemlich blöd, aber egal. Ich benutze ja, habe ich jetzt übrigens auch gerade drauf. Ich mische das meistens. Das ist einmal die Farbe
Ja, 0,20 und 0,30. Ultraschein Lip Liner. Ja, die sind echt richtig cool. Die habe ich mir mitgenommen. Und damit sind wir auch schon am Ende meines kleinen DM-Hauls angekommen. Das kaufe ich eigentlich immer regelmäßig ein. Das sind so Sachen, die wir regelmäßig brauchen. Meistens bin ich wirklich oft bei DM wegen Lebensmitteln. Die kann man da echt gut kaufen. Zum Beispiel mein Mandelmus und meine Erdnussmus, das kaufe ich da auch. Obwohl es da ja auch eine gute Alternative bei Edeka gibt. Ja, dann dieses Apfelmark bekommt man aber auch bei Lidl. Also meistens deswegen und halt so Sachen wie Zahnpasta, was halt so anfällt. Ja, und ansonsten habe ich da nicht so riesen Berge, die ich bei DM einkaufe. Ja, das war es dann mit diesem DM-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch Lust habt auf weitere Videos von mir, dann könnt ihr gerne in der Infocard die zwei empfohlenen Videos vielleicht schauen oder irgendwas anderes, was euch interessiert. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag oder einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei meinem nächsten Video wieder. Bis ganz bald. Tschüssi.